Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Wir sind mit einem neuen Video am Start und heute haben wir ein ganz neues Format für euch. Heute gehen wir mal so ein bisschen in das Thema Singen im Mittelalter und das wird jetzt hier so eine kleine Mini-Doku. Ich freue mich, wenn ihr uns ein Abonnement hinterlässt, einen Daumen hoch und einen Kommentar und welches Format oder welche geschichtliche Reihe ihr als nächstes sehen wollt. Lasst uns loslegen. Die Welt des Mittelalters war sehr geprägt von der Kirche. Es gab eine weltgeistige Herrschaft und die Kirche und der Gottesdienst hatten so einen großen Einfluss auf das Leben der einzelnen Menschen. Das spiegelte sich natürlich auch im musikalischen Leben wider. Wenn man also über Musik und Singen im Mittelalter redet, stolpert man erst einmal über den gregorianischen Choral. Das ist ein einstimmiger, unbegleiteter, liturgischer Gesang. Er wurde auf der lateinischen Sprache gesungen und gestaltete die Gottesdienste und Messen. Die ganzen Gesänge wurden auch aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten. Wenn die Gesänge anfangs auch noch eher schlicht waren, wurden sie nach und nach immer mehr weiterentwickelt hinsichtlich Mehrstimmigkeit. Aber natürlich wurde auch außerhalb der Kirche gesungen. Hier muss man zwischen Berufsmusikern, die im Mittelalter Spielleute genannt wurden, und Freizeitmusikern unterscheiden. Wusstet ihr eigentlich, dass zu den Spielleuten früher auch Heilkünstler, also unsere Ärzte, zählten? Alle Künste, also auch die Heilkunst, qualifizierten Leute zu Spielleuten. Aber irgendwann war der Begriff auf die Berufsmusiker limitiert. Es waren meistens Instrumentalmusiker, Sänger, Schauspieler und Tänzer. Viele konnten sogar von allem ein bisschen, da sie umherzogen und versuchten, ihre Leute mit ihrer Musik zu unterhalten. Aber da haben die Leute natürlich kein Konzertticket gekauft oder so. Wie bei Straßenmusikern heute, ging ein Hut herum. Da war es natürlich von Vorteil, alles ein bisschen zu beherrschen, sich gut zu bewegen und den Leuten eine gute Show darzubieten. Spielleute wurden im Gegensatz zu Musikern am Hof, Musiker, die ausschließlich auf dem Hof von Fürsten und Königen spielten und dort angestellt waren, oft sozial herabgesetzt. Ja, ein bisschen erinnert mich das heute an die Künstler mit dem Plattenvertrag, die total verehrt werden, während die anderen leider oft belächelt werden. Auch Jongleure oder auch Gaukler konnten singen und untermalten damit ihre Kunststücke. Wie wir sehen, hat Gesang die Menschen also schon immer bewegt. Aber es gab natürlich mehr als die Berufsmusiker, die umherzogen. Eben habe ich schon die Hofmusiker erwähnt, die einem Herren unterstanden und für den Hof musizierten, Festessen und Feiern untermalten und einen festen Arbeitsplatz hatten. Sie waren Zierde des Hofes und sollten immer für Vergnügen sorgen. Viele Sänger früher waren auch richtige Geschichtenerzähler. Sie trugen sogenannte Heldeneben gesanglich vor. Was ist das eigentlich genau, Heldeneben? Ein Epos ist ein erzählendes Gedicht in immer gleicher Form und erzählten den Menschen ihrer Stimme und ihrem Ausdruck von den damaligen Helden und Idolen der Menschen, von zahlreichen Gottheiten und Geschichten. Typisch für das Mittelalter ist auch der sogenannte Minnegesang. Der Minnengesang bezeichnet gesungene Liebeslyrik, in der eine Frau hoch verehrt wird. Diese Liebeslyrik ist sogar überliefert. Ausführende des Minnegesangs waren oft Ritter, die untereinander einen Konkurrenzkampf unterhielten und um die Gunst von jungen Frauen buhlten. Man darf das hier aber nicht verwechseln. Es war kein romantischer Gefühlsausdruck oder eine Liebeserklärung. Es war ein Ritual und die Abgrenzung gegenüber den anderen Rittern war die klare Priorität. Ja, Konkurrenzkampf unter Musikern gibt es ja leider immer noch. Musiziert wurden in allen gesellschaftlichen Schichten. Vornehme Damen lernten Klavier zu spielen und sollten am liebsten wunderschön singen. Typisch, die Frauen sollten ganz kultiviert sein. Sie komponierten Stücke und sangen sich bei Hofe vor. Aber auch in der Freizeit wurde gesungen, egal wie der Vermögensstand war. Musik war Ausdruck von Freude und wurde bei Festen und Feiern und Dörfern, Städten und Höfen gemacht. Von den verschiedensten Leuten. Es gab Chöre, es gab Einzelsänger, es haben Männer gesungen und es haben auch Frauen gesungen. Aber was können wir mitnehmen? Die Freude am Singen wäre vielleicht das Erste. Wir können stolz darauf sein, was wir tun, denn es hat eine jahrhundertlange Tradition. Vielleicht können wir beim Singen auch mehr Geschichtenerzähler werden. Wie die Menschen früher.
den Leuten durch unsere Stimme und unseren Ausdruck eine Botschaft vermitteln. Von Freude, Leid, Kummer berichten und von unseren Heldentaten und Inspirationen. So wie schon vor vielen hunderten Jahren auch.